Ja, hallo zusammen, willkommen zu meinem neuesten Video. Ich bin der Tischpirat in Automatenpirat-Mission und es gibt Neuigkeiten. Leider keine guten oder vielleicht doch, aber das seht ihr nach dem Video. Nein, das seht ihr nach dem Intro. Ja, was gibt es Neuigkeiten? Ich werde den Laden schließen. Es ist tatsächlich so, dass ich hier den Laden schließen werde, denn das macht so keinen Sinn. Hier habe ich auch den Zettel. Wir werden schließen. Denn es ist so, dass ja diese ganzen Auflagen und die ganzen Sachen, die so drumherum sind, mir das Leben hier so schwer machen, dass ich tatsächlich jetzt natürlich überhaupt nicht mehr auf meine Umsatzzahlen komme. Ich werde im Mitgliederbereich ein bisschen da mehr ins Detail gehen. Hier im öffentlichen Bereich möchte ich das nicht. Habt dafür Verständnis. Ich will euch jetzt nur halt kurz nochmal mitteilen, einmal den gesamten Ablauf, so falls ihr das noch nicht so ganz mitbekommen habt. Ich habe ja den Laden hier aufgemacht vor gar nicht allzu langer Zeit und hatte dann ja im Prinzip hier einen Boxautomat, einen Hockeyautomat drin und dann hier da diese zwei Greifautomaten. Und dann habe ich ja innerhalb kürzester Zeit hier so viel Erfolg gehabt, dass hier ganz viele Leute im Laden waren und leider auch ganz viele Leute vor dem Laden. Das hat dann wiederum Ordnungsamt, Gewerbeamt, was haben wir noch? Keine Ahnung, alle Ämter aufs Tablett gerufen und hat dann mich dazu gezwungen, sozusagen, dass ich die Ladenöffnungszeiten ändere. Also ich musste sie ändern von 24 Stunden, wie es geplant war, obwohl ich immer die Kernzeit nachts sowieso 5 Stunden geschlossen hatte, auf dann im Prinzip auf die sogenannte Tageszeit. Die Tageszeit ist von morgens um 6 bis abends 22 Uhr. Das habe ich also schon mal angepasst, was, sagen wir mal, so geht. So, aber dann kamen weiter Nachbarn, die sich beschwert haben. Also habe ich gedacht, dann machst du erstmal, bis du die Genehmigung hast, die hier auch sehr schwer, nicht so einfach zu erlangen ist, nämlich eine Betreibergenehmigung für einen Kiosk sozusagen. Musst du eine Baugenehmigung beantragen und, also ein Riesenaufriss, machst du den Sonntag auch noch zu. Jetzt ist allerdings das Problem, dass ja sonntags der größte Umsatz gemacht wird. So, das heißt, das merke ich natürlich total. Ich hatte ja nach der Eröffnung hier am ersten Wochenende, hatte ich ja hier den gesamten Monatsumsatz, den ich mir so vorgestellt hatte, hatte ich ja drin. Und jetzt kleckert das hier so vor sich hin. Also es dümmt so vor sich hin. Ich mache hier Umsätze, die sind überhaupt nicht nennenswert. Und dann ist wahrscheinlich diese Konzeption nicht mehr aus oder nicht das Ding, was jetzt hier für den Ort da ist. Für meinen Laden, wie auch immer, mit den Nachbarn. Und. Also da möchte ich jetzt, sagen wir mal, keinen Vorwurf machen. Im Gegenteil, ich danke allen Ämtern, die hier vorbeigekommen sind, die gesagt haben, ich probiere das mal aus, die das hier getestet haben. Und vor allen Dingen den Jungs und Mädels, die hier ganz am Anfang da waren, wirklich super Umsatz gemacht haben, immer dafür gesorgt haben, dass alles sauber war und. Ich meine, dazu kam, dass wir auch einige Vorfälle hier hatten, klar. Da ging es halt um Lärm, wenn die Leute draußen stehen. Hier wurden im Prinzip auch da bei den Pringles-Automaten wurden die Pringles geklaut. Also alles so Sachen. Gut, da musst du wahrscheinlich als Betreiber eh so mit leben. Ne? Nur macht da halt jetzt hier in nachhaltig keinen Sinn. Aber wo eine Tür zugeht, da geht eine andere Tür auf. Warum geht das jetzt so kurzfristig? Weil ich werde jetzt am 26. den Laden schließen. Am 27. werde ich sogar schon alle Automaten wieder rausräumen. Warum geht das so kurzfristig? Das liegt einfach daran, weil ich einen neuen Stellplatz habe und dieser Stellplatz sofort besetzt werden muss, damit ich ihn auch bekomme. Und das ist natürlich dann schon ein interessantes Teil. Ja, ich werde nämlich einen Automaten, und zwar keinen geringeren als den Outdoor, hier den fetten 10er Outdoor, bei einem Ministerium in Düsseldorf aufstellen. Und jetzt war tatsächlich die Überlegung, das ist ja so ein Hin und Her, warum machst du letztendlich, oder wie gehst du das an? So muss man es ja formulieren. Und da war jetzt die Überlegung, komm, ich habe hier Automaten stehen. So, und ich hatte für beide Automaten, habe ich hier, also für beide Snacks, Kombi-Automaten, habe ich einen neuen Standort, der dringend besetzt werden muss. Und hier habe ich jetzt einen Standort, der nur so vor sich hin dümpelt. So, und das Schöne an Automaten ist ja, du kannst die letztendlich mobil durch die Gegend fahren
Und dann war halt die Überlegung, komm, wenn ich jetzt die Zusage bekomme von dem Ministerium mit 440 Mitarbeitern, die da drin sind, plus diverse Externe, die noch dazukommen, dann nutze ich einfach die Gelegenheit und schließe den Laden, weil ich dann den Automaten da besser verwenden kann. Denn ein wichtiger Baustein an dem Ministerium ist tatsächlich die zeitnahe Bereitstellung. Das war also die Voraussetzung. Ich muss also bis Ende dieses Monats den Automat da bereitstellen. Und ihr wisst ja alle, Lieferschwierigkeiten und, und. Und ja, dann kannst du halt überlegen, betreibst du so einen Laden schlecht hier weiter mit Umsätzen, die du vergessen kannst? Oder nimmst du die Tür, machst die neue Tür auf und ergreifst die Gelegenheit? Und da war für mich dann klar, pass auf, dann lassen wir es dabei. Ich werde diese Gelegenheit jetzt ergreifen und dann tatsächlich den Automaten zum Ministerium stellen. Und den anderen Automaten, den ich ja extra hier neu angeschafft hatte, der geht in eine Firma. Die warten auch schon seit Wochen auf einen neuen Automaten. Und dann sage ich jetzt, okay, dann geht der in die Firma, eine andere Firma. Da steht schon von mir in der Betriebsverpflegung ein niegelnagelneuer Klicks. Und jetzt kriegen sie auch noch einen niegelnagelneuen Snackautomaten. Da sind, ich glaube, 150 Mitarbeiter, die aber alle ganz fleißig Kaffee trinken jeden Tag. Und deswegen muss daneben unbedingt so ein weiterer Automat. Ja, und so geht es halt hier mit dem Laden zu Ende. Das Konzept an sich war ja genial. Also mit dem Airhockey, mit den Greifer, mit dem Boxer, das hat ja alles wunderbar geklappt. Und ich glaube auch noch nicht, dass ich konzeptionell mit dieser Idee am Ende bin. Deswegen verfolgt weiter meinen Kanal, damit ihr nachher erfahrt, worum es geht. Denn wenn man das richtig aufzäumt, und da muss ich wirklich sagen, habe ich hier ein bisschen einen oder anderen Punkt total unterschätzt. Ich will nicht sagen, falsch gemacht, sondern einfach unterschätzt. Ich konnte natürlich nicht ahnen, dass sie mir die Bude einrennen. Dann kann man so ein Konzept durchaus sehr lukrativ und ich habe ja quasi jetzt gesehen, wie das so funktionieren könnte. Kann man das bestimmt gut aufbauen. Und da gibt es Ideen und da gibt es Vorschläge, da gibt es schon Sachen, die geplant sind, beziehungsweise die man mal so im Auge fasst. Das gucken wir einfach mal. Aber jetzt müssen wir leider sagen, geht es hier mit diesem schönen Automatenladen am 26.07.2023 zu Ende. Ich danke für alle, die dabei waren, mich hier begleitet haben. Schaut weiter meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Techpirat. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.